In diesem Video schauen wir uns verschiedene Solarzellen und auch die Reihen- und Parallelschaltung von Solarzellen genauer an. Es gibt da wird eine Siliziumschicht aufgedampft, diese amorphen Zellen, die haben aber nur einen Wirkungsgrad von kleiner gleich 7%. Für die, die nicht wissen, was Wirkungsgrad ist, hier oben, das heißt die Energie, die ich nutzen kann, die sozusagen aus meiner Solarzelle herauskommt, die elektrische Energie, wenn ich die vergleiche mit der Energie, die ich reingesteckt habe. Das heißt, ich muss immer natürlich mehr Energie reinstecken, also im Prinzip das Sonnenlicht, als letztendlich rauskommt. Und wenn ich was Kleines durch was Großes teile, bekomme ich 0, irgendwas, also sprich einen Prozentsatz raus. Das heißt, 7% der Energie, die ich reinstecke, sind hinterher nutzbar. Das Gleiche kann ich natürlich auch mit der Leistung machen. 7% der Leistung, die ich reinstecke, werden letztendlich dann zu Strom. Gut, 7% ist nicht viel. So, dann gibt es die Polykristallin. Da haben wir gerade eben ein Beispiel gesehen. Hier habe ich noch eine ziemlich große. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist tatsächlich, wenn man das so leicht gegens Licht hält, sieht man tatsächlich auch wieder diese verschiedenen Schattierungen. Das Problem ist nur, die Kamera dazu zu bewegen, das einzufangen. Aber wie gesagt, wenn man es so schräg drauf guckt, sieht man das entsprechend. So, hier habe ich ein Beispiel von einer Monokristalline und man sieht, die ist ziemlich einfärbig. Schön eine Fläche. Was ist der Unterschied? Natürlich der Wirkungsgrad ist klar, beziehungsweise was heißt ist klar, die Polykristalline hat einen Wirkungsgrad von etwa 16% und die Monokristalline von etwa 20%. Was ist der Unterschied? Polykristallin entsteht im Prinzip dadurch, dass man flüssiges Silizium in ein Gefäß gibt und aushärten lässt und dann in Scheiben schneidet, in sehr dünne Scheiben schneidet. Das heißt, ich habe dann da verschiedene Kristalle mit verschiedenen Orientierungen drin. Deswegen Polykristallin. Bei der Monokristallin hat man auch ein Bottich mit flüssigem Silizium. Da wird aber sozusagen ein Kristallationskeim reingehalten, der dann ganz langsam rausgezogen wird und dann daran wächst sozusagen ein riesiger Kristall. Der ist dann relativ groß, meistens so 1 Meter lang und den kann man dann auch in Scheiben schneiden. Aber dadurch, dass es ein Kristall ist, monokristallin, der Name Mono heißt ja ein, dann habe ich entsprechend auch wieder, wie gesagt, meine Scheibe, aber halt eine monokristalline Scheibe und das hat dann tatsächlich einen besseren Wirkungsgrad von ca. 20%. So, jetzt wird es Zeit, das Ganze mal ein bisschen näher zu untersuchen. Dazu habe ich hier, das ist Teil eines Bausatzes, was man sich kaufen kann. Habe ich also nicht selber gebaut. Ich fand aber einige der Experimente, die man damit machen kann, ganz witzig und habe mir gedacht, das probieren wir unbedingt mal aus. So, man sieht zwei Solarzellen, ist klar. Hier hinten sind die Anschlüsse. Ist auch klar, man war sogar so nett, Plus und Minus hier zu beschriften. Soweit ist eigentlich alles klar. In dem Bausatz war hier noch so ein Motor dabei, damit sollte man im Prinzip gucken, was hier sozusagen an Leistung rauskommt. Beziehungsweise, ja, ich mache das lieber mit Multimeter, was zu der Frage führt, was messe ich eigentlich wie? Und am liebsten die Leistung. Und naja, hier mein nächster Spickzettel.
Die Leistung ist ja eigentlich U mal I. So, jetzt mache ich aber hier was Besonderes. Ich mache die Extremwerte. Das heißt, im unbelasteten Zustand messe ich die Spannung und dann messe ich praktisch den Kurzschlussstrom. Das heißt, ich mache im Prinzip einen Kurzschluss und gucke, wie viel Strom fließt. Und wenn ich diese beiden Werte nehme, dann bekomme ich im Prinzip die Leistung der Solarzelle raus. Beziehungsweise, wenn ich diese beiden Werte, das kennt man von Batterien, wann ist eine Batterie leer, ist auch so eine häufige Fehlvorstellung, dass wenn eine Batterie leer ist, dann keine Spannung mehr anlegt. Nein, auch eine Batterie, die leer ist, kann immer noch 1,5 Volt haben, sondern man muss diese Spannung unter Last messen. Oder man macht hier, wie bei der Solarzelle, die Extremwerte unbelastet, die Spannung messen und dann den Kurzschlussstrom messen. Und wenn man das teilt, dann bekommt man den Innenwiderstand. Und eine Batterie, die leer ist, hat praktisch einen Innenwiderstand, der sozusagen unendlich ist. Das ist im Prinzip das, wie man normalerweise das macht. So, und genau das mache ich jetzt hier mit der Solarzelle. Dazu machen wir ein paar Experimente. Ich möchte die Spannung messen und schließe jetzt, hier sind meine beiden Messschüler, damit ich die jetzt nicht die ganze Zeit dran halten muss, mache ich mir das einfach. Minus, ups, kommt da dran. Und last but not least, die beiden in der Mitte verbinden. Das heißt, ich habe diese beiden Solarzellen jetzt in Reihe geschaltet. Wie das mit der Reihenparallelschaltung ist, gucken wir uns gleich noch an. Ich will jetzt nur für den Moment das erste kleine Experiment machen. Ich habe hier 0,833 Volt, was ich messe. Und ich stelle sie jetzt absichtlich nicht in die Sonne, weil ich habe das natürlich schon mal ausprobiert. Und das Problem ist, die Folien, was jetzt alles da dabei war, das tut sich im Sonnenlicht wellen. Das heißt, das verbiegt sich. Und dadurch wird das nicht mehr sauber abgedeckt. Es kann sozusagen auch Tageslicht von außen dran. Und ich mache das ja hier im Prinzip in meinem Büro mit Tageslicht und hier oben ist noch eine Neonröhre. Und da, wenn Licht sozusagen an dem Ding, an was weiß ich, in so einer Folie oder was ich jetzt drauflegen werde, vorbei kann, dann ist halt die Messung irgendwie nicht mehr so akkurat. Deshalb tue ich es nicht ins Sonnenlicht, habe dafür halt den Vorteil, dass sich die Sachen nicht Wellern, die ich hier drauf lege und schön satt auf der Solarzelle aufliegen. 0,816 und 0,832, das war einfach eine durchsichtige Folie, die so ein bisschen aufgeraut ist. Auf der einen Seite praktisch so eine, wie beim Badfenster, so eine Milchglasscheibe, sagt man dazu. Und jetzt kann man hier mal verschiedene Farben ausprobieren. Grün bin ich bei 0,75. Dann habe ich hier, das soll wohl gelb oder orange sein, 0,80. Das ist offensichtlich besser im Vergleich zu grün. Jetzt habe ich rot, 77. Sonst hätte ich gesagt 78, aber sind hier hinten abrunden, also 77. Und last but not least, blau. 0,78. So ungefähr. Gut. Also verschiedene Farben, verschiedene Spannungen. Jetzt gucken wir jetzt mal,
tatsächlich, wie ist denn das, wenn ein Teil von der Solarzelle abgedeckt ist? Ist das ein Unterschied, ob ich Reihen- oder Parallelschaltung mache und solche Geschichten? Dazu habe ich mir erstmal wieder einen Spickzettel vorbereitet, wo ich jetzt nur die Werte eintragen muss. Brauche ich jetzt nur noch was zum Abdecken? Ich habe eine Reihenschaltung, habe ich hier oben entsprechend aufgeschrieben. Und jetzt beschatte ich 0, 25, 50, 75 und 100%. Und ich, hier hinten kann ich das dann ausrechnen. Und hier vorne die Messwerte eintragen. Ich mache jetzt erstmal die Messwerte, ausrechnen kann ich dann auch noch später. Ist ja sowieso einfach U mal I. Und ich war hier so schlau und habe mir hingeschrieben Millijoule. Und wenn ich U mal I mache, hier steht ja auch schon Milli. Das heißt, ich brauche nichts, kein Komma verschieben und nichts, einfach multiplizieren und dann bekomme ich das hier entsprechend in Millijoule raus. So. Jetzt brauche ich das im Prinzip nur abschreiben. 0,8388 ja, machen wir es mal mit alten Kommastellen. So, jetzt muss ich I messen. Jetzt ist halt die Frage, soll ich es jedes Mal umstecken oder erst, ich würde jetzt sagen, damit wir unter gleichen Bedingungen bleiben, stelle ich den Kumpan auf Milliampere, stecke das hier ein und wir haben 0, erst noch die andere Messung, Mikroampere. 0. Ganz einfach 0. So, dann kann man jetzt spaßeshalber die Leistung ausrechnen. Hier, Taschenrechner. Funktioniert jetzt eigentlich relativ einfach. Wie ich eben schon gesagt habe, 0,838 mal 0,656 sind 0,00 müsste ich hier 0,000 schreiben, weil wir haben es ja auf diese Genauigkeit gemessen. Und dann ist das auch 0,000. Mathematisch gesehen ist das jetzt Blödsinn, aber für einen Physiker ist das halt der Hinweis, dass wir das wirklich so genau gemessen haben auf 3 Nachkommastellen. Gut, jetzt kann man so ein bisschen gucken, wie ist das? Ist das so ungefähr die Hälfte? Also wenn ich die Hälfte bedecke, habe ich dann entsprechend nur noch die Hälfte der Leistung. Und dann kann ich ja spaßhalber hier sagen, 0,550 durch 2 und da kommt raus 0,275, ja, kommt so ungefähr hin und dann kann ich entsprechend jetzt nochmal gucken, wie sieht das aus mit 0,550 mal 75%, also mal 0,75. Und da kommt raus 0,142. Das war jetzt ein Denkfehler meinerseits, weil ich jetzt ausgerechnet habe, was noch sozusagen durchkommt. Das heißt, ich habe jetzt im Prinzip die 0,75 geben ja an, was nicht bedeckt ist. Das heißt, ich habe diesen Wert hier ausgerechnet. 0,536 zu 0,1425. Okay, das ist schon ein Unterschied. Das liegt jetzt leider nicht so schön dicht beisammen. Jetzt gucken wir nochmal den Wert an. Da muss ich natürlich nicht 0,75, sondern 0,25. So, weil 2,5 ist noch das, was an Licht durchkommt. Und da kommen 0,137 raus und das stimmt auch nicht so ganz. Hier, der Wert ist viel kleiner. Na gut, jetzt
weiß man natürlich nicht, wie exakt sind diese Pappe-Dinger. Prinzipiell kann man aber schon sagen, je mehr bedeckt ist, desto weniger Leistung liefern die. Wobei man jetzt mit dieser Je-Desto-Beziehung aufpassen muss, weil Je-Desto suggeriert natürlich einen proportionalen Zusammenhang. Und jetzt ist halt die spannende Frage, ist das einfach nicht proportional oder ist das jetzt dem ungenauen Messen zum Opfer gefallen? Die Mitte hat ja ungefähr gestimmt. Also das sei mal dahingestellt, aber prinzipiell gut, ist jetzt erstmal keine große überraschende Erkenntnis. Die überraschende Erkenntnis kommt noch, weil wir machen noch ein Experiment und zwar Reihen- und Parallelschaltung. Und diese Reihen- und Parallelschaltung möchte ich auf drei verschiedene Arten machen. Und zwar Nummer eins, natürlich erstmal ganz normal so geschaltet wie jetzt. Dann tue ich praktisch elektrisch eine abklemmen. Oder ich lasse die angeklemmt und mache Schatten. Und dann gucken wir entsprechend, was dann für Werte rauskommen. Also, ich messe jetzt gerade die Stromstärke, beziehungsweise ich kann das ja jetzt lassen. Und habe jetzt praktisch den unbeschatteten Moment mit der Reihenschaltung 0,748. 749, 748. Lassen wir mal so. Gut, jetzt muss ich erstmal die Spannung messen. Also raus mit Spannung, rein mit und wir sind bei 0,852. So, jetzt mache ich das erstmal mit dem Schatten, bevor ich hier umklemme. Das heißt, ich brauche wieder ein Stückchen Pappe. Und mit der Pappe nehme ich jetzt hier eine Solarzelle raus und habe eine Spannung von 0,535. Und jetzt brauche ich die Stromstärke. Dann nehme ich wieder meine Mikroampere. Und jetzt kommt die große Überraschung. Man hätte vermutlich erwartet, dass das so ungefähr die Hälfte ist, aber wir reden hier tatsächlich von Mikroampere, also 0,00, runde man es großzügig auf 5. Ja, das ist fast nichts. Das heißt, wenn ich die eine Solarzelle praktisch komplett beschatte, ja, dann fließt da im Prinzip fast gar kein Strom mehr. Gut, jetzt machen wir das Ganze elektrisch, mal gucken, wie sich das verhält. Das heißt, ich gehe jetzt her und nehme hier den weißen ab und schließe mein Multimeter hier direkt an. So, das war jetzt erstmal eine Überraschung, weil das eigentlich sehr gering ist. So, jetzt gehe ich her und nehme den weißen Kumpan hier ab und schließe jetzt hier das Multimeter an eine Zelle an. No. Nochmal. Mache ich das, was ich eben mit Beschattung gemacht habe, elektrisch. Das heißt, ich schließe das Multimeter an eine Zelle an, nicht mehr an beide parallel an. Ich habe hier immer noch Mikroampere eingestellt. Das heißt, ich messe jetzt 0,7
7,4 sagen wir. Das ist so ziemlich fast genau das Gleiche, was wir auch eben gemessen haben, als die noch in Reihe geschaltet waren. Und wenn man sich so dunkel erinnert, Reihenschaltung, Stromstärke ist überall gleich. Das heißt, wenn ich es elektrisch mache, gilt tatsächlich die Reihenschaltung. Und wenn ich es mit abschalte, dann fließt kein Strom mehr. Jetzt kommt wieder die wilde Rechnerei. Große Überraschung haben wir hier eigentlich nicht erlebt. Gut, dass hier die Spannung ein bisschen einbricht, wenn man das in der Parallelschaltung beschaltet. Das ist war bemerkenswert. Wobei aber noch interessanter ist hier, dass bei einer Reihenschaltung, wenn eine Solarzelle praktisch auf eine Solarzelle Schatten fällt, bricht alles zusammen. Das ist eine spannende Erkenntnis. Jo, jetzt der Vollständigkeit halber muss man beides ausrechnen. Und dann letzter Wert 715. Und 394 hier oben. So, das war eine wilde Rechnerei. Fassen wir nochmal zusammen, was jetzt hier interessant ist. Interessant sieht man, dass wenn ich Reihen- und Parallelschaltung miteinander vergleiche, die Reihenschaltung liefert anscheinend eine etwas höhere Leistung im Vergleich zur Parallelschaltung. Da glaube ich jetzt nicht, dass das irgendeinem Messfehler zum Opfer gefallen ist, weil der Unterschied ist halt schon deutlich. Was noch deutlicher ist, ist hier der Innenwiderstand, das heißt, wenn bei einer Reihenschaltung eine Solarzelle praktisch komplett beschattet wird, dann läuft hier gar nichts mehr. Dann wird keine Leistung, wird quasi keine Leistung mehr abgegeben. Das ist überraschend. Bei der Parallelschaltung, dann sinkt halt entsprechend die Leistung. Das ist jetzt aber natürlich auch klar. Die ist hier so ungefähr, ja, doch, so mit der Hälfte. Das muss man dann sehr großzügig auslegen mit der Hälfte. Ist jetzt aber im Prinzip keine große Überraschung. Prinzipiell kann man natürlich auch sagen, hier bei der Parallel- und Reihenschaltung gilt natürlich das, was auch immer bei Reihen- und Parallelschaltung gilt. Die Spannungen addieren sich. In der Reihenschaltung, Stromstärke bleibt gleich und bei der Parallelschaltung addieren sich die Stromstärken und die Spannung bleibt gleich. Ja, soweit so gut zum Thema Solarzelle. Ich hoffe, das Ganze war informativ für dich und gerne ein Like, ein Kommentar. Oder auch ein Abo. Ja, und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.